Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem verheerenden Erdbeben im Südosten Irans konzentrieren sich die Helfer jetzt auf die Versorgung der Obdachlosen. Bis zu 100.000 Menschen, so schätzen die Behörden, haben im zerstörten Bam und umliegenden Dörfern ihre Häuser und Wohnungen verloren. Präsident Khatami, der sich seit gestern im Katastrophengebiet aufhält, geht inzwischen von 40.000 Bebentoten aus. 28.000 Leichen wurden rund um Bam in Massengräbern beigesetzt. Die neuesten Zahlen der Toten bestätigen sich hier am deutlichsten. Der Friedhof von Bam hat eine völlig neue Dimension erreicht, ist um eine mehrere Fußballfelder große Fläche ausgeweitet worden. Verzweifelte und betende Angehörige überall. In der Stadt gehen die Aufräumarbeiten weiter. Die internationalen Hundeführer haben ihre Suche inzwischen eingestellt. Nur ein paar Einheimische probieren immer noch Überlebende zu finden. Auch wenn kaum noch jemand daran glauben mag, immer wieder machen Gerüchte von lebend Geretteten die Runde. Eine schwangere Frau oder ein schwer verletzter Mann. Ab morgen wird die Suche allerdings offiziell eingestellt. Bulldozer arbeiten dann flächendeckend. Heute hat der iranische Außenminister Khawasi das Camp der internationalen Helfer besucht. Groß war sein Dank für die Hilfe aus aller Welt, auch an die Amerikaner. So bringt das Unglück zumindest etwas, ein wenig politische Entspannung zwischen dem Iran und den USA. Hier in Bam geht es jetzt darum, aus der Rettung, aus der Hilfe aus höchster Not eine mittel- und langfristig organisierte Aufbauhilfe zu machen. Aus Regierungskreisen ist heute aber auch verlautet, dass der Iran weniger an weiteren Mitarbeitern und Hilfsgütern interessiert ist, als vielmehr an Geld aus dem Ausland. Das hat die Helfer hier nicht gerade erfreut. In Frankfurt am Main landeten am Abend Bergungsspezialisten des Technischen Hilfswerks, des Roten Kreuzes sowie der Malteser. Sie kehrten von ihrem Einsatz im Erdbebengebiet in Iran zurück. Die Helfer, darunter auch Hundeführer, waren am vergangenen Samstag in die Unglücksregion gestartet. In Bam hatten sie nach Vermissten gesucht und bei der Bergung der Opfer geholfen. Das Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg war offenbar Ziel islamischer Terroristen. Nach Angaben von Innensenator Nockemann liegen konkrete Hinweise des US-Geheimdienstes vor, wonach in den nächsten Tagen Selbstmordanschläge in Hamburg und auch in Frankfurt am Main geplant waren. Dabei seien auch die Namen von Verdächtigen übermittelt worden, die der Gruppierung Ansar al-Islam angehörten. Sie soll der Al-Qaida nahestehen. Alarmstufe Rot in Hamburg. Rund um das Bundeswehrkrankenhaus geht nichts mehr. Anwohner kommen nur nach Vorlage ihres Personalausweises zu ihren Wohnungen. Und hunderte Polizisten filzen jedes Auto im Umkreis, suchen nach Spuren. Das Bundeswehrkrankenhaus selbst gleicht einer Festung. Um 2:30 ging die Warnung über einen möglichen Selbstmordanschlag in Hamburg ein. Die Polizei handelt sofort aus reiner Vorsicht. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Wir konnten uns auch keinen Reim drauf machen, weil dort im Moment weder amerikanische Soldaten noch andere eventuelle potenzielle Anschlagsopfer behandelt werden oder stationär aufgenommen sind. Aber dieses konkrete Ziel, das hat uns doch sehr stutzig gemacht und insbesondere natürlich auch Terrorwarnungen, die im Moment auf der ganzen Welt grassieren. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den potenziellen Attentätern um Mitglieder der gefährlichen Gruppe Ansar al-Islam handelt. Hier ein Propagandavideo. Ansar al-Islam agiert vom Nordirak aus gegen Amerikaner. Der Warnhinweis stammt vom CIA. Darin heißt es nach ARD-Informationen, zwei namentlich bekannte Männer seien Anfang Dezember mit gefälschten syrischen oder türkischen Pässen nach Deutschland eingereist. Die Tat solle Anfang Januar passieren. Wir nehmen diese Warnungen sehr ernst, obwohl ich derzeit nicht sagen kann, wie ernst sie tatsächlich zu nehmen sind. Ein relativ konkreter Warnhinweis. Dennoch, so heißt es in Sicherheitskreisen, auch nur ein Warnhinweis, wie es ihn schon einige Male vorher in Europa gegeben hat. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des bei der Europäischen Zentralbank abgefangenen Briefes gegen eine terroristische Vereinigung. Das an EZB-Präsident Trichet adressierte Schreiben habe einen funktionsfähigen Sprengsatz enthalten, so die Behörde. Die Täter würden in Italien vermutet. Aufgegeben wurde der Brief an Trichet in Bologna, ebenso wie zwei Bombensendungen an die EU-Einrichtungen Europol und Eurojust, die gestern und heute in Den Haag entschärft werden konnten.
Eine der Paketbomben wurde heute Morgen bei Eurojust in Den Haag bei der Eingangskontrolle entdeckt. Die zweite gestern in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank. Die dritte ebenfalls in Den Haag bei Europol, der Verbindungsstelle der europäischen Ermittlungsbehörden. Nervosität und höchste Sicherheitsstufe bei den europäischen Behörden. Alle Pakete wurden in Bologna aufgegeben. Sie waren persönlich adressiert an die Leiter der Behörden, Trichet von der Zentralbank und Storbeck von Europol. Die Sprengladungen, so eine niederländische Justizsprecherin, waren scharf, allerdings nicht von großer Durchschlagskraft. Die Bomben hätten nicht die Gebäude zum Einsturz bringen können. Die genaue Zusammensetzung der Bomben wird zurzeit noch untersucht. Der Zusammenhang mit dem Anschlag auf EU-Kommissionspräsident Prodi liege auf der Hand. Am Wochenende hatte Romano Prodi ein Attentat mit einer Paketbombe unverletzt überstanden. Eine bislang unbekannte italienische Anarchistengruppe hatte daraufhin ein Bekennerschreiben geschickt. Wir glauben, dass alle Anschläge zusammenhängen, aber Beweise dafür haben wir noch nicht. Zur Stunde untersuchen niederländische Sprengstoffexperten hier Archivbilder, die in Den Haag gefundenen Sprengsätze. Italienische Ermittler glauben, die Bomben sollten nicht töten, sondern nur Angst und Schrecken verbreiten. Hier bei Europol in Den Haag laufen die Ermittlungsfäden zusammen. Drei Paketbomben, alle drei hätten sie detonieren können, wären sie nicht bei der Eingangskontrolle entdeckt worden. Die Ermittler vermuten einen terroristischen Hintergrund. Deshalb hat in Deutschland der Generalbundesanwalt das Verfahren übernommen. Im Auswärtigen Amt wird die Beteiligung an einer UN-Mission im Sudan erwogen, sollten sich die Bürgerkriegsparteien dort auf einen Friedensvertrag einigen. Staatsministerin Müller sagte der Berliner Zeitung, sie werde sich für einen solchen Einsatz in dem afrikanischen Land stark machen. In erster Linie sei an Hilfe durch zivile Spezialisten gedacht, so die Grünen-Politikerin. Zu prüfen sei aber, ob Deutschland in kleinerem Rahmen auch am militärischen Teil einer Sudan-Mission mitwirken könne. Die Deutsche Telekom will Ende Januar ein definitives Startdatum für die Lkw-Maut nennen. Schadenersatz für entgangene Einnahmen lehnt der Konzern aber weiter ab. Die Union bekräftigte heute ihre Kritik an Bundesverkehrsminister Stolpe, der dem Betreiberkonsortium Toll Collect eine verlängerte Frist eingeräumt hatte. Nach einem Bericht der Financial Times Deutschland ist jetzt ein Stufenmodell im Gespräch. Ginge es nach Toll Collect, könnte es in Sachen Maut stufenweise losgehen. Zunächst in abgespeckter Form eine Art Maut-Light, um das System dann nach und nach zu verfeinern. Ein Vorschlag. Hinter den Kulissen wird weiter verhandelt. Klar ist, die Betreiber lehnen Schadenersatzzahlungen an den Bund ab. Nur so viel. Spätestens am 31. Januar könne man einen Starttermin für das endgültige System nennen. Und wenn das dann nicht realisiert werde, sei man bereit, höhere Strafzahlungen als bisher zu übernehmen. Der Bund soll dabei eine Haftungshöchstgrenze von 500 Millionen Euro akzeptieren, selbst wenn das System nur einen Tag lang funktioniert. Das Ministerium bleibt bei seinen Bedingungen. Man spiele nicht, wünsch dir was. Wichtige offene Fragen sind ein verlässlicher Termin. Dann ist es die Sanktion dieses Termines, wenn er wieder gerissen wird vom Konsortium, und die Frage des Interessenausgleiches. Das ist ein Gesamtpaket. Und dieses Gesamtpaket wird Ende Januar zu bewerten sein, das vorliegt. Das, was wir bisher gehört haben, reicht nicht. Die Kritik der Opposition heute? Der Minister greife nicht durch. Für Stolpe sei die Zeit endgültig abgelaufen. Der Rücktritt würde, das ist meine feste Überzeugung, in der Sache weiterhelfen. Denn Stolpe hat nicht angepackt, hat die Dinge nicht engagiert vorangetrieben. Er hat zugeschaut, hat treiben lassen, hat moderiert. Wir könnten heute ganz anders dastehen. Erstmal wird bis Ende Januar weiterverhandelt. Wenn es dann keine Einigung in Sachen Schadenersatz gibt, könnte ein Schiedsgericht entscheiden müssen. Das würde dann nochmal dauern. Die Maut steckt weiter in der Sackgasse. Die Hamburger Bürgerschaft hat den Weg für eine Neuwahl in der Hansestadt freigemacht. Einstimmig beschlossen die Abgeordneten heute das vorzeitige Ende der Legislaturperiode. Im Anschluss bestimmte der erste Bürgermeister von Beust den 29. Februar als Termin für die vorgezogene Bürgerschaftswahl. Die von ihm geführte Koalition aus CDU, Schill-Partei und FDP war nach Auseinandersetzungen mit dem Parteigründer und ehemaligen Innensenator Schill vor 3 Wochen geplatzt. Der starke Euro hat die deutsche Exportwirtschaft bislang nicht beeinträchtigt. Nach einer Prognose des Statistischen Bundesamtes wird der Ausfuhrüberschuss in diesem Jahr den bisherigen Rekord aus 2002 noch einmal übertreffen. Deutlich zulegen konnte auch der deutsche Aktienindex DAX.
Am letzten Handelstag des Jahres testete der DAX noch einmal die Marke von 4.000 Punkten, blieb aber am Ende mit 3.965 knapp darunter. Überwiegend zufriedene Gesichter bei den Händlern. Erstmals seit 3 Jahren gab es wieder ein deutliches Plus. Gut 30% ab Januar betrug die Steigerung, rechnet man nur ab dem Tiefstand im März, legte der Index sogar fast 80% zu. Einige Branchen liefen sogar noch besser. Alles das, was man Ende der 90er Jahre im Rahmen des neuen Markthypes gerne mal so auf Seite gelassen hat, etwa Lufthansa, Werte der produzierenden Industrie, das hat alles sehr, sehr gut überzeugt. Aber auch, und das war die Überraschung des Jahres, die Telekommunikationswerte. Stütze des Börsenhochs war wieder einmal der Export. Deutschland konnte seine Position als Exportweltmeister behaupten. Zum 4. Mal in Folge stieg der Ausfuhrüberschuss und liegt 2003 mit geschätzten 135 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2000. Da dieser Trend auch im kommenden Jahr anhalten wird und es 2004 auch mit der Inlandskonjunktur aufwärts gehen soll, sind die Aussichten für die Börsenanleger rosig. Einen Kurssprung auf bis zu 5.500 Punkte halten Analysten für möglich. Im Bilanzskandal um den italienischen Lebensmittelkonzern Parmalat ist der Firmengründer und ehemalige Chef Tansi offenbar geständig. Nach Anwaltsangaben soll er zugegeben haben, über Jahre hinweg rund 500 Millionen Euro aus dem Konzern in andere Unternehmen abgezweigt zu haben. Gegen Tansi wird wegen Verdachts auf betrügerischen Bankrott, Bilanzfälschung und Kursmanipulation ermittelt. Die US-Börsenaufsicht reichte Klage gegen Parmalat ein. Sie sprach von einer der größten Finanzbetrügereien in der Geschichte von Unternehmen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA setzt die Suche nach dem Marslandegerät Beagle 2 fort. Das Mutterschiff Mars Express wurde vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus in eine engere Umlaufbahn um den roten Planeten gelenkt. Es soll versuchen, doch noch Kontakt zu Beagle 2 aufzunehmen. Der Roboter, der auf dem Mars nach Spuren von Leben suchen soll, war am ersten Weihnachtstag auf dem Planeten gelandet. Seitdem gab es keine Funkverbindung. Es wird für möglich gehalten, dass Beagle 2 in einem Krater festsitzt. Es kamen 4 Schiffe geladen und 1300 Sternsinger waren an Bord. Mit einer Fahrt auf dem Bodensee begannen sie ihre diesjährige Aktion Kinder bauen Brücken. In den kommenden Tagen werden die kleinen Kaspar, Melchior und Balthasars bundesweit Spenden für Hilfsprojekte in aller Welt sammeln. Für die Kinder im Erdbebengebiet des Iran stellen die Veranstalter 50.000 Euro Soforthilfe bereit. Ronny Ackermann hat sich in Oberhof seinen 5. Saisonsieg im Weltcup der nordischen Kombination gesichert. In der Gesamtwertung baute der 25-Jährige damit seine Führung weiter aus. Es war ein glanzvoller Sieg und ein tolles Heimspiel, das der Oberhofer hier ablieferte. Die 12.000 Fans sorgten auch beim Tagessieger für eine Gänsehautstimmung. Ja, das war sensationell. Also sowas hatte ich auch nicht erlebt, wenn man schon hier unten reingelaufen ist in Beginn vom Stadion. Das war eine Stimmung, das war der Hammer. Da haben die Beine gezittert. Den Grundstein zum 5. Saisonsieg legte der 26-Jährige auf der Schanze. Mit 135,5 Metern flog er der Konkurrenz, vor allem aber den starken Österreichern und Finnen um Längen davon. Sehr gleichmäßig zog er auf der 15-Kilometer-Strecke seine Runden. Sein Sieg war nie in Gefahr. Es war eine beeindruckende Vorstellung des Weltcup-Spitzenreiters, der am Ende das Bad in der Menge genoss und vor dem Österreicher Gottwald und dem US-Amerikaner Ludwig gewann. In der Form ist er natürlich auch der Favorit dieses Deutschlandcups. Nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 31. Dezember. Im Westen und Nordwesten Deutschlands geht das Jahr freundlich und kalt zu Ende. Dort bestimmt hoher Luftdruck das Wetter. Im Süden und Osten dagegen ist es stärker bewölkt, das hängt mit dem Tief über Italien zusammen. Im weiteren Verlauf wird das Hoch etwas stärker, das Italien-Tief zieht sich weiter zurück. Vom Schwarzwald und den Alpen bis zum Erzgebirge muss sowohl in der Nacht als auch am Tag mit Schnee bzw. Schneeregen gerechnet werden. Auch sonst kann es glatt werden. Im Norden hält sich Hochnebel, es kann Schnee kriseln oder nieseln. In der Mitte kommt zeitweise die Sonne durch. Im Osten frischt der Wind aus Nord bis Nordost leicht böig auf. Heute Nacht 0 bis minus 5 Grad, morgen minus 2 Grad in den Alpentälern, 3 Grad am Rhein. Am Neujahrstag fallen im äußersten Osten und in Südostbayern zunächst noch ein paar Schneeflocken, ansonsten ruhiges Winterwetter mit Wolkenfeldern, Hochnebel und Sonnenschein. Ein kalter Start ins neue Jahr bei minus 4 bis plus 2 Grad. Am Freitag und am Samstag erst stellenweise Nebel, dann meist sonniges Wetter.